Moin und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück bei Formel 1 2017 mit dem Virus. Hallo Freunde, willkommen zurück hier in Singapur. Ja, Mollingen. Genau. Auch wenn es in Italien kleine Probleme gab, wollen wir mal hoffen, dass es hier wieder läuft. Leider Italien, leider. Warum ich diese Aussätze hatte oder warum das Spiel einfach beendet wurde, keine Ahnung. Vielleicht ein Fehler von der Festplatte, vielleicht müsste ich die mal defragmentieren oder so, damit sich das vielleicht wieder beheben tut, dann der Fehler so. Aber wir setzen direkt ans nächste Rennen an. Wir haben auch ein Zeitlimit gekriegt. Wir müssen das Formel 1 jetzt so schnell wie möglich durchkloppen. Achso, das ist ja ein Nachtrennen. Jo. Ja. So, dann gucken wir mal, was machen wir erstmal die Wetterfee wieder. Also Wetter trocken mit etwas Bewölkung. Qualifying Sonne und dann hinterher bewölkt. Und Rennen trocken. Ja. Will man auch bei dieser Strecke haben, weil sonst okay, hast du echt Arschkarte. Mit gelbem Reifen raus. Okay, es geht links raus. Ja, hier hat man, glaube ich, die Ultrasoften auch wieder. Oh, mal gucken, Tatsache. Wir gucken, die Verhältnisse sind definitiv anders, obwohl das irgendwie alles gut ausgestrahlt ist hier oder hell beleuchtet ist. Ja. Ist das doch was anderes, als wenn du im Trockenen fährst? Oh, die Boxenausfahrt, Alter. Pass auf, die ist kurios. Jo, geh zur Strecke, dann wollen wir noch mal gucken tun. Ja, Gott sei Dank bist du in Italien nicht weit zurückgefallen an deinen Punkten. Jetzt bist du zwar wieder hinter Bottas und Hamilton, aber nur, glaube ich, ein paar Punkte nur irgendwie. Das machen wir jetzt wieder gut. Ich hatte halt meine 8 Sekunden. Ich wollte eigentlich da sofort in die Box gegast, aber da bin ich irgendwie aus, hat das Spiel gesagt, nö, du fährst nicht mehr weiter. Ich denke, Alter, Sau. Leider. Sonst hätte ich die 5 Sekunden weg. Nein! Spoiler ist im Arsch, Reifen heile, gut. Ja, bei der Ausfahrt muss man echt gucken. Nee, gut, das ist cool. Du wirst sehen, wo die Teile liegen. Ja, nee, ich meine jetzt nur wegen der Ausfahrt. Die ist echt ein bisschen tricky. Boxenstopp. Aber guckt euch das an. Mit Riesenrad hell erleuchtet und, oh, geil. Mit Lasershows auf den Dächern. Oh. Ich kürze hier ab, das ist mir egal. Also ich glaube, das ist wohl einer der Strecken, wo man am schlechtesten überholen kann, aber die auch mit am geilsten aussieht. Also von der Umgebung her. Oh, guck mal. Also grafisch, ich habe sie das mal echt gut hochgeholt. Wow. Okay, Auslaufzone, gut genommen. Mir blieb nichts anderes übrig. Diese Runde habe ich... Ach, komm. Alter, guck dir mal die lange Strecke an, ey. Mal ganz ehrlich, wenn du da nicht weißt, dass die da auch 13 Runden geht, weiß ich aber auch nicht, ey. Yes, Marina Circuit, meine ich, wäre das. Oh, sieht schon schick aus. Ja, also jetzt sollten wir uns mal doch wieder mehr auf die Strecke konzentrieren, Daniel, sonst wird's scheiße. Oh, wieso? Ist auch was passiert. Nee, weil ich gucke die ganze Zeit rum und tue hier über die Strecke, wie sagt man, kriechen. Weil ich zu viel nach den Gebäuden gucke. Oh, du musst mit 60 in die Boxengasse, Alter, nicht mit 80, ey. Ja, weil die so eng ist, ne? Was sagst du zu der Boxenausfahrt? Die hat's ja echt mal in sich, ey. Ja, ist interessant. Ach, die Strecke ist das. Hier ist wieder die DHL-Kurve, genau. Oh mein Gott, ey. Na, ja, gucken wir doch mal, was wir für eine Zeit hinkriegen. Hat man gerade beschleunigt, darf man schon wieder runterbremsen. Weil ihr jetzt noch keine Zeit fahren könnt, direkt Spoiler in der Einkurve kaputt. Oh, diese Strecke, die lieb ich. Die lieb ich. Man hört den Sarkasmus in meiner Stimme. Oh, bei eben Zeiten. Echt? Ich dachte, du meinst das jetzt ernst. Das geht dich überhaupt nichts an. Alles fertig. Ah, Ironie. So, wollen wir wieder rausfahren. Ah, die Strecke lässt sich so geil fahren. Noch hat man ein bisschen Glück, dass man ja vor mir noch jetzt der Silberpfeil raus, was läuft. Wie war das nochmal mit dem etwas Glück? Eieiei, diese Strecke wird nicht mein Ding. Oh, den Ferrari kann man hier so schön in die Ecken schmeißen. Na komm schon. Wir sind die Strecke ja schon mal mit dem Red Bull gefahren, das war nicht so toll. Oh, Alter, komm!
Und ich finde, man hat hier noch ziemlich viel Platz, also das ist noch okay. Außer natürlich hier unter der Tribüne drunter her, da ist mit Platz nicht mehr viel. Ein bisschen zu früh gebremst. Ah. Boxenstopp, Jeff. Oh, ist bei dir schon wieder soweit? Ja, ich will die Reifen wechseln, weißt du? Hab ja schon eine Zeit gefahren. Hoppa, Wand geknutscht. Ah, hier sind die Curbs auch wenigstens nicht so hoch bei der Strecke. Oh. Dann lieber Italien im Regen und das im Trockenen, weil die hier im Regen wäre bestimmt Katastrophe geworden. Ja, vor allen Dingen hast du die Curbs irgendwie mitten auf der Straße. Ja. Und wenn du da dann einmal im Regen schmierst, dann schmierst du echt weg, glaube ich. Ja. Dann lieber in Italien und hier trocken, dann passt das wieder. Schön hier mit dem Kino oder Stadion oder was das ist und diesem riesen Gebäuden hier, das ist einfach krass. Oh. Ja. Und ein paar Kilometer weiter hast dann die Leute, die am Hungertuch nagen, so nach dem Motto. Aber das hat man ja. Diesen Kontrast hat man ja überall fast. Ich kann auch nicht. Nein, 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 Auslaufzone, ja. Ja, dann fahr doch wieder. Wenn du dann so dieses 300, also mit Vollgas und dann einmal einen Burnout machen willst und es nicht klappt. Wo ist denn hier das Schild? Ach, da vorne ist das mit 60. Hier erst, oh Gott. Deine Stimme ist angenehmer als die von dem blöden Jeff. Langsam nervt's, ey. Da will ich nur darauf hinweisen, dass du einen Fehler gemacht hast. Kannst du mal darauf hinweisen, dass ich so viel quatschen soll? Das ist Jeff. Jetzt sind wir wieder bei Schuh des Manitou. Da hieß er zwar John, aber egal. Ja. Jeff und John ähneln sich. Zehn von 20 Autos auf der Strecke. Was sagt denn mein Spoiler? Nach vorne, links rot. Fahr ich oder fahr ich wieder rein? Da muss ich, das wird Zeit noch länger, ey. Fassi. Also langsam solltest du mal eine Zeit fahren, ja? Nee, ich bleib draußen. Wieso, jetzt ist der Spoiler auf einmal wieder grün? Lol. Okay. Was nicht alles gibt. Das habe ich nicht zum ersten Mal, das hatte ich schon mal. Bei den ersten Rennen. Gut, dann wechseln wir jetzt mal auf Ultrasoft und versuchen das nochmal. Ja, ich glaube, die 1,44, die kriegen wir noch. Oh, 13 Autos auf der Strecke. Ei. Gucken, ob wir Platz kriegen. Der Grosjean ist gerade vor mir raus. Die Großjeans. Die große Jeans. Blue Jeans, baby, I know what. Ah! Naja. Jetzt habe ich vorne links rund, weil er nicht bremsen wollte. Jeff, halt's Maul! Ja, er musste ja unbedingt singen. Das war die Rache für den schlechten Gesang. Nee, ich glaube nicht. Ich Blut schieße. Oh Mann. Nein! Boah, das war knapp. Jetzt macht er schon auch noch Michael Jackson hier. Komm rum! Der Frontflügel ist in sehr schlechtem Zustand. Ich scheiß auf den Frontflügel. Ja, ja, Jeff. Ja, ja, okay. Ja, ja, Jeff. Also, mach ich alles, mach ich alles. Immer wenn ich tot bin, ja. Tja, wenn du so weiterfährst, passiert das schneller als dir lieb ist. Ja, diese Strecke, ich sag da, du kannst doch. Ja, Denk dran, du musst dich jetzt anstrengen, damit du den Anschluss nach vorne nicht verlierst. Hör mit dem Rot. Hey yo, Captain Jeff, don't run over the deck. Hey yo. Bitte hör auf, sonst kriegen wir mit der GEMA Probleme. Dieser Verein ist zum Kotzen.
Geh mal kacken! Hier auf den Geraden kann man super überholen. Hier hat man so viel Platz. Ist nicht so wie in Bahrain, wo man da krächzen muss. Ja, wir bitte platziert. Neunter. Ja, ich will den Bock. Der klingt wie so ein doofer Mann, ey. Ich fahre jetzt rein, ich habe eine Zeit jetzt gemacht. Es ist 9. Besser kriege ich es nicht hin. Rot vorne. Ja, er hat Boxen immer seine Stop. Periode, ist ganz schlimm. Blöder Lauch, ey. Auslaufzone, ja. Ja, wollen wir noch mal gucken, ob wir noch eine gute gewertete Runde hinkriegen hier? Halt doch, ich bremse und dann bremse auch. Der Virus muss erstmal wieder zu sich selber finden. Hab ich. Läuft. Das Einzige, was läuft, dass du Ferrari ganz schön Geld kostest gerade. Nächste Saison wechsle ich sowieso. Ich habe einen anderen Anbieter gefunden. Ja, noch nicht, aber. Nein, das war zu weit. Ah, bessere Rundenzeit am Arsch, roter Flügel. Egal, dann nehmen wir die Zeit, die wir haben. Ja, Jeff, Boxenstopp. Ach so, ich dachte, oh nee. Ich hab Jeff abgewürgt. Diese scheiß Strecke ist aber auch so lang, ey. Boah. Oh. Auslaufzone. Gut. Karre heile lassen. Ja, man muss echt so ein bisschen aufpassen. Wenn man hier einmal den Bremsdings verpasst, dann knallt sie voll rein. Oh, gelbe Flagge. Was ist denn hier wieder passiert? Virus war hier. Obwohl, mit Rot kann man eigentlich ziemlich gut noch fahren. Aber ich gehe trotzdem rein. Hui. Gute Bremsen. Nee, ich fahre jetzt auch keine Zeit mehr, das soll genügen. Ja, ich bin neunter, das reicht mir auch. Quali ist mir wichtiger. Oh, hier sieht man so schön, wie seine Reifen, dass da ein paar Flecken dran sind. Krass. Okay. Oh, da ja, kommt er gerade rechtzeitig, ey. Nee, ich hab schon gewartet. Ich stand schon hinter dir und hab da gestanden. Finde ich so geil, dass man auf den Reifen die Blasen sieht und so weiter. Na komm, jetzt schiebt mich rein, gucken wir uns noch schnell die Zeiten an und dann ist Feierabend. Dauert echt immer ewig. Unsere beste Runde bis jetzt liegt. Ja, kostet ja auch viel Geld, das gute Stück. Da muss man behandeln wie ein rohes Ei. Oh, mich hat's auf Platz 13 runtergehauen. Ja, gut, das ist nur das Training, Freunde. Von daher ist noch alles drin. Ja. Spätestens im Qualifying, da muss es laufen, wenn nicht, da war's das. Virus hat sich zu viel die Gegend angeguckt. Können wir als gute Ausrede benutzen. Ja, so lassen wir es einfach mal so stehen. Mhm. So, jetzt macht mal hin, ich will mir noch die Zeiten angucken. Ja, ich weiß, was meine schnellste Runde ist, mein Gott. So, jetzt ist Herr Jeff ruhig, jetzt können wir mal gucken. Ja, ne? Wie viele Monitore die da haben in der Mitte, du lol, ey. Die KI fährt 1,48 als schnellste Dings im Training. Mal gucken, was. Ja, gut, okay, das geht ja alles noch. Gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder im Qualifying. Ja, wird Zeit. Bis dann. Ciao, jo, V. Macht's gut. Ciao.